Eine Pizza wie diese hat mein Leben beeinflusst bis heute. Wenn Sie wissen wollen, warum, dann gönnen Sie sich 5 Minuten zum Nachdenken. Ausgangssperre 21. Der tägliche 5-Minuten-Impuls in der Corona-Zeit. Es war nichts Ungewöhnliches. Ein Pizzaessen unter Freunden. Mutzi meinte, lass uns Pizza essen gehen, und Stefan und ich gingen mit. Und dieser Abend, bei so einer Pizza, veränderte tatsächlich mein Leben. Denn Stefan erzählte über sein Studium in Eichstätt, Religionspädagogik. Später wollte er Theologie studieren. Und dieses Gespräch bei dieser Pizza wurde für mich zu einem Fingerzeig Gottes. Denn in diesem Moment begriff ich, was ich mit meinem Leben anfangen kann, was meine Berufung ist. Hast du schon einmal eine Entscheidung getroffen, die dein Leben geprägt hat, die dich verändert hat? Bist du schon einmal an so einer Weggabelung deines Lebens gestanden? Da kann es hilfreich sein, Wegweiser zu haben, um den richtigen Weg zu wählen. Plötzlich vollkommen unerwartet, ja mitten in der Nacht, erhielten damals die Hirten zu Bethlehem einen eindeutigen Fingerzeig Gottes. Engel traten auf und zeigten hin zur Krippe, zu Christus selber. Ein mächtiger Fingerzeig Gottes im Leben. Kennst du die Wegweiser in deinem Leben? Die Fingerzeige Gottes in unserem Leben kommen manchmal nicht so eindeutig und so klar daher wie damals bei den Hirten, als die Engel sangen. Manchmal, ja meistens, sind diese Fingerzeige Gottes unscheinbar, unerwartet, plötzlich und vor allem ganz anders, als wir das uns erwarten. Mein Fingerzeig Gottes damals waren Stefan und Mutzi und eine Pizza. Kennst du deine Fingerzeige Gottes in deinem Leben? Weißt du die Menschen, die dir Wegweiser sein können?